Wo ist eigentlich die bewaffnete Wache hier? Ah, da. Ich bin eine Wache, ich gehe hier entlang. Kommt einer dumm, dann mache ich bum bum bum. Wunderschön. Ja, während das da mit Waffen und so ist, ne? Weißt du was? Damit wir es vielleicht beschleunigen können, machen wir mal eine Razzia. Ist ja eh schon ein Chaos-Knast hier. Oh, jawoll, jawoll. Gibt direkt einen Zuschuss. Eine Bombe. Wo hat denn Bohne. Was? Woher? Information. Wie bist du in das. Was? Genauso wie Handys. Die Handys haben die ausschließlich da oben her. Warte mal, kann ich das irgendwie. Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, was vergessen. Nein, ich habe die Dinger vergessen. Oh mein Gott. Ja, wie soll das denn auch funktionieren? Oh mein Gott. Scheiße. Deswegen kommen die ganze Zeit so scheiß Sachen ran. Warte, und wo sind Ropes hier? Wo haben die bitte schon das Seil die ganze Zeit her? Man weiß es nicht. Banden, ey. Krass. 8 Mitglieder haben wir davon. Naja. Gehen wir mal ganz kurz nochmal unter Einsatz. Nur für Personal habe ich mich vergessen einzustellen. Oh mein Gott. Da hätte ich echt dran denken müssen. Das war so super dumm, ne? Scheiße. Zoo mit eingeschränktem Zugang werden nach Möglichkeit vermieden und stattdessen andere Wege durch ihr Gefängnis gewählt. Ja. Ah, Mist, Alter. Aber ich dachte mir schon, wieso kommen die denn da rein? Aber klar, da muss auch die Schmuggelware her. Dann macht das natürlich alles Sinn, ne? Können wir eigentlich dann auch hier die Teile... Ah, oh, die sind getrennt. Nein. Oh mein Gott, deswegen haben die auch die ganze Zeit Hunger. Ich finde die Kantine nicht. Ich habe vergessen, die Kantine zu erweitern. Sogar die Küche habe ich vergessen zu erweitern. Oh mein Gott. Jetzt macht alles Sinn. Scheiße. Dann können wir auch unter Personal hingehen. Nicht da, unter Einsatz. Ja, lol, Alter. Und nur für Personal die Küche einstellen. Oh mein Gott. Ich habe diese simplen Standardeinstellungen vergessen. So, warte, wie lange brauchen wir jetzt hier für Erweiterung? Ich würde sagen, ihr könnt übrigens gehen. Riot Police, danke dafür. Tschüss. Da gehen sie. Der hackt ein bisschen den Schnee. Angenehm. Eine Waffenkammer. Oh, die sieht auch schick aus. Ja. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ding hier verbuggt ist. Also hier die Essensdinger da. Naja. Gucken wir mal ganz kurz nach einem anderen Zeug hier. Und zwar haben wir noch die Fertigungsanlage. Unsere Finanzier möchten die Profitabilität
Okay, nochmal. Unsere Finanzier möchten die Profitabilität ihres Gefängnisses steigern und sind bereit dazu, Kapital für den Bau von Werkstätten und die Ausbildung ihrer Häftlinge zu Arbeitskräften zur Verfügung zu stellen. Ja. Ja. Dafür brauchen wir nur 30 Nummernschilder. Klingt nach einem guten Plan. Dann gehen wir mich jetzt hier hin. Machen da jetzt ein Fundament. So. Und da kommt noch eine Tür rein. So. Oh, weiter unten hin. Dann machen wir draußen noch einmal einen Steinweg. So. Häftlingseinlieferung, cool. McAvoy. Wie lange sitzt du? Oh, guck mal. Geht doch. Was? Todesfälle? Yo! Alter, was ist mit dir denn los? Der hat seinen Bewährungsanwalt umgenietet. Erstmal umgeschossen. Nice gemacht, Alter. Kann ich dich befördern? Cool. Ach, die K9 und die Panty. Ich wollte gerade schon sagen, was ist das für ein Geräusch? Und wer warst du? Okay, insgesamt 20 Jahre Knast hat er gehabt, 5 Jahre hier abgesessen, er hat noch 3 Jahre gehabt. Von 20. 3 von 20 und bringt dann den Bewährungsanwalt um. Alter, du kamst mit 15 in den Knast. Nein, Quatsch, nee, warte. Mit 18 sind da 3 Jahre, die er noch nicht hatte. Aber trotzdem, Junge. Ja, gut, ne? Minus 5 Gesundheit. Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Jetzt haben wir schon bewaffnete Wachen hier und die kommen trotzdem noch und knallen die Leute ab hier. Alter. Nee. Bevor die da wieder abhauen. Oh Gott sei Dank. So, Objekte, nee, Wand meine ich natürlich, Ziegelwand. Hallo? Nicht das Fundament abbrechen? Aber die Tür könnte abbrechen. Und stattdessen da eine Wand hinsetzen. Alter, was ist denn jetzt hier schon los? Ey, hier wird nur... Ey, was ist denn da los? Apropos, was haben wir jetzt eigentlich hier unten? Freier Schusswaffengebrauch. Ermächtigen Sie Ihre bewaffneten Wachen dazu, tödliche Gewalt einzusetzen. Scharfschützen feuern keine Warnschüsse mehr ab. Ja, ich würde sagen, hier wird generell mal ein bisschen notwendig, dass man hier ein bisschen Ruhe reinbringt, ne? Weil es geht mich langsam gar nicht mehr klar hier. Hat man nicht irgendwo hier auch, einen Turm? Ziervögel, lol. Jetzt sind sie weg. Da war gerade Wachposten. Wo war er? Da. Ich würde mich sagen, so eine Ecke oder so, irgendwo ein Wachposten, ne? Passt halt nur nirgends so hin, ne? Ich würde mal sagen, Glück gehabt. Noch. So, hier gehen wir auf jeden Fall hin, machen da ganz kurz eine Betonplatte. Und innen drin, da gearbeitet wird, kommt natürlich kein Parkett, sonst ist der Boden relativ schnell im Arsch. Da machen wir hin...
guten Eisenboden? Komm, hier gibt's einen Eisenboden, da wird gearbeitet. Räume. Alter, ganz ehrlich. Ihr habt jetzt dafür sofort Schussrecht. Wenn irgendeine Scheiße wird, einfach abknallen. Jetzt reicht's ja aber langsam, du. Von wie die beiden sich direkt gefreut haben. Direkt Knarre hoch. Oh mein Gott, geil. Endlich. Ja, die Bande hier ist lang. Ja, die ist echt belastend, ne? Also ohne Scheiß. Da bekommen die Style. Ja klar, die machen die Kleidung zusammen. Banden. Die Bande hier ist echt übel. Ne, Meister? Richardson. Oh Mann, ey, was für Pfeifen das alle sind, ey. So, jetzt aber hier, wo haben wir denn? Ich find's mal wieder nicht. Werkstatt. Da haben wir's ja. Und in die Werkstatt kommt rein. Sägen natürlich nicht. Sondern Hydraulik pressen. Oder, ah nee, warte mal, Sägen brauchen wir. Und dann Hydraulik pressen, ne? Und Werkbank war das, was wir nicht brauchen. Gut, dann machen wir mich jetzt hier. 2, 3. Und dann Tische. So. Auf geht's. Da wird natürlich selbstverständlich ein Metalldetektor vorgestellt. Da kommt natürlich auch noch ein Licht rein. Und zwar da und da, schön relativ mittig, ne? Dann machen wir dann natürlich noch Strom rein, ne? Klar. Wir sind hier keine Unmenschen, ne? Geht das so? Weil die haben ja durchgehend Strom da drin, ne? Ich meine, es geht so. Dann haben wir den Raum fertig. Dann können wir Berichte, Programme, Tischlerlehre, ne. Oder ist es Tischlehre? Ein komplexes Handwerk, für das man gute praktische Fähigkeiten benötigt. Qualifizierte Häftlinge können mithilfe des erlernten hochwertige Holzobjekte an der Werkbank herstellen. Angeleitet von Vorarbeiter in Werkstatt, Sitzungsdauer 2 Stunden, jeder Häftling benötigt Werkbank, freiwillig praktisch fortgeschritten. Nee. Da Einführung in Sicherheit Werkstatt. Sicherheit ist das oberste Gebot. Ihre Häftlinge müssen diesen Kurs absolvieren, bevor sie in der Werkstatt arbeiten dürfen. Angeleitet von Vorarbeiter in Werkstatt. Sitzungsdauer 2 Stunden. Jeder Häftling benötigt eine Tischsäge, freiwillig, praktisch, leicht. Ist keiner daran interessiert? Ach, ihr seid ein Wichser. Machen wir mal. Alter, geistige Führung. Könnt mich mal am Arsch lecken. Ja, vergessen den Metalldetektor anzuschließen, bitteschön. Und natürlich. Wenn die da was mit rausnehmen, du, das wäre kritisch. Ja. Dann haben wir das eigentlich auch ganz gut gemacht jetzt, ne? 21 Häftlinge bereit für Bewährung. Müssen die nicht zu einer anderen Zeit sein dann? Wie kann ich das nochmal ändern? Wie kann ich die Zeit davon nochmal ändern? Muss eigentlich an der Tagesordnung sein, aber wie mache ich das? Ich weiß es nicht. Jetzt bringen die da Holz hin, euer Ernst?
Alter, da muss nur Metall sein. Oder brauchen die für nur Hydraulikpresse? Ne, die brauchen das ja auch, siehst du? Blech. Pack das Holz weg, Alter. Brauch kein Schwein. Können wir eigentlich theoretisch in den Knast? 190.000. Okay. Aber warum sind die so rot? Wir achten mal drauf. Um 6 Uhr müsste eigentlich ein, ich sag mal, geeigneter, hochqualifizierter Typ hier ankommen. Anders gesagt, der Vollpfosten kommt gleich. Mhm. Jetzt können wir ganz kurz gucken. Das Gebiet ist natürlich riesig. 100 mal 160 für 80.000. 100, 160. Okay. Das ist eine Menge. Naja, aber irgendwann machen wir es ja. Ich meine, wir können es ja auch eigentlich theoretischweise schon leisten, ne? Bandensoldatzelle? Ui. Erstmal durchsuchen. Eieiei. Was man da alles Infos bekommt, finde ich schon echt interessant. Tja. Ja, guck mal, Bewährung läuft sogar zu dritt hier. Das klappt. Okay. Sitzung des Besserungsprogramms. Minus 100. Okay. Und... okay. Ach so, dieser rote Strich war ja, wie weit das dann abgeschlossen ist, ne? Das habe ich vergessen. Da, was die nicht interessiert sind, waren jetzt mal doch ein paar Leute da. Finde ich gut. Ich brauche kein Holz hier. Apropos, dass die mal was zu tun haben, nebenbei. Weg damit. Da wird es zwar jetzt ein bisschen dauern, aber die haben auch gerade Zeit. Mal das ganze Holz hier loswerden. Im nördlichen Bereich zumindest. Aber weißt du was, ganz ehrlich... wie gesagt, das wird zwar dauern, aber... 2 Todesfälle. Ist das nicht ernst? Die Bande wetten? Wetten? Puh, kann ich die bitte abknallen? Kann ich nicht irgendwie, warte, wie ging das nochmal, dass man dann einfach sagen kann, okay, ich richte die hin. Ah ne, man muss ja für Tode, zu Tode verurteilt, muss man ja bestimmtes Ding an. Ich kann nicht was sagen, so, der wird hingerichtet, oder? Du zum Beispiel könntest eigentlich für immer ab in Einzelhaft gehen zum Beispiel, so, ne? Oh Mann. Naja. Dann machen wir weiter mit dem, was ich machen wollte. Und zwar verkaufen. Die ganzen Wälder müssen weg. Natur gehört hier nicht hin. Das ist ein Knast.
Gott, da werde ich so ewig dran brauchen, ne? Krass. Oh lol, aber das ist aber schon ganz schön schneller gewesen jetzt. So, kurz beschleunigen. Wir müssen auf die Nummernschilder vor allem warten, ne? Kann ich nicht eigentlich noch einen davon machen? Ja, ne? Wir ersten mal mit so. Weil es sind 8 Stunden Arbeit, jeweils 2 Stunden. Ja. Ich finde die durchgehende Sachen, hier wird durchgehend gebellt. Ey, die Bande macht mir langsam echt ein bisschen Sorge, muss ich sagen, ne? Wählen Sie bitte, welche Sicherheitsstufen diesen Benutzer im Bereich betreten dürfen. Oh lol, man kann das jetzt einstellen. Cool. Nice. Die Temperatur ist schon ein bisschen kühl bei manchen Räumen, ne? Können wir eigentlich auch von draußen heizen? Mal so super dumm gefragt. Probieren wir es mal aus. Man sollte auch Arbeit zuweisen, das fällt mir gerade mal so ein. Dann brauchen wir auch nicht hier das. So häufig. Sondern zweimal, einmal morgens. So, okay, ja, doch, morgens schon. Und einmal abends. Guck mal, geschmeidige 15 Grad, 20 Grad. Ah, ist doch gemütlich. Draußen ist gemütliche, geschmeidige 0 Grad. Aber bei 1 Grad arbeiten ist auch geil. Das muss ich sogar schon machen. Hm. Da sind 6 Grad drin. Komm, da machen wir tatsächlich mal eine Heizung rein. Und da lohnt es sich wenigstens auch. Warmwasserleitung. Mach mal mit einer, die hier fertig da, bitte. Hallo? Irgendwer? Danke. Das bitte auch. Jetzt bin ich gespannt, ob das irgendwas bringt. Also für den Außenbereich macht es eigentlich keinen Sinn, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Aber vielleicht bringt das ja sogar tatsächlich was, dass der Hof so einigermaßen gewärmt ist. Natürlich nicht. Aber wir haben es getestet. Finde ich gut. So, da kommt immer Strom wieder hin. So. Warum ist denn das jetzt kaputt? Warum ist denn jetzt die Heizung kaputt? Ach so, weil Strom bei der Heizung fehlt. Lol. Wie ist es jetzt mit der Temperatur? Oh. Die sinkt ja tatsächlich sogar. Guck mal, ist sogar laufend und nicht einfach direkt so, bumm, weg. Das finde ich gut. So ein schön laufendes, wechselndes Dingen. Heizkörper, wo bist du? Da. Setzen wir da noch eine Heizung hin. Da. In der Warmwasserleitung. Bis dahin. So. Das Holz muss übrigens nicht sein, Jungs. Aber das machen wir lieber, wenn die ganzen Bäume alle weg sind. Ich habe eine Idee. Patrouillen.
bewaffnete Patrouille, nämlich nicht da, sondern hier. Der Direktor. Die Häftlinge sind unzufrieden, weil sie angeblich zu wenig Freizeit haben. Die Wachen haben mitbekommen, dass die Häftlinge vorhaben, Probleme zu machen, sollte sich nicht bald etwas ändern. Die Medien haben sich einem anderen Thema zugewandt und das Gesetz, dass Handelbänke in Höfen verbietet wurde, zurückgenommen. Sie können die Handelbänke also wieder aufstellen. Das ist, nett. Muss ich es nur finden. Da. Hä? Warum darf da keine Handelbank hin? Sechs Stunden pro Tag Freizeit möchtet ihr haben. Aber sonst geht's euch noch gut, ja? Habt ihr doch quasi. Ja, ist ein bisschen Arbeit bei. Na, guck mal, dann kriegen die hier Freizeit. Zählt das? Okay. Besser so. Ist ja voll ekelhaft, ey. Hm. Ja, ansonsten machen wir es so, dann kommt da Freizeit tatsächlich hin, damit wir... haben jetzt halt eine Stunde weniger Schlaf, aber ganz ehrlich, ich schaffe auch nur 6-7 Stunden gearbeitet, also bitte, ja. Alter, wie viel Geld wir haben. Oha. Für gut. Gibt zwar hier noch hier und da mal noch ein paar Probleme, aber es läuft eigentlich echt super. Das hier mit den Mahlzeiten macht für mich so keinen Sinn, ne? Ohne Scheiß. Ich brauche 2 Tage lang große Mahlzeiten mit großer Vielfalt. Da hauen erstmal ein paar Leute ab. Tschüss. Dann gehe ich jetzt auf Regeln. Ich habe Essensmenge viel. Essensvielfalt viel. Ne? Weißt du was? Ausbruchversuch. Gibt direkt Einzelhaft für 24 Stunden. Mord. Direkt auf Super. Einzelhaft für 72 Stunden. Aber man kann gedrückt halten, Gott sei Dank. Und schwere Verletzungen gibt dann auf 48 Stunden. Wir müssen ja auch ein bisschen härter durchgreifen langsam, ne? Geht ja gar nicht. Oh, echt jetzt? Nein, halt 72,5. Wuff, 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 wuff. Ach lol, ich bin sowas von dumm, ne? Ich bin sowas von dumm. Ich habe den Satz nicht richtig gelesen. Das sehe ich jetzt hier erst. Oh mein Gott. Servieren Sie 2 Tage lang nur eine kleine Mahlzeit mit geringer Vielfalt. Servieren Sie nur eine kleine und 3 große Mahlzeiten. Oh mein Gott, das habe ich komplett überlesen. Ja gut, ne? Ja, würde ich sagen. Da habt ihr eure Freizeit. Warte mal, 1, 2... Ja, passt so, ne? Gut so. Und dann gebt da nur einmal Essen. Regeln, das habe ich voll verpeilt, ne? Niedrig und niedrig. Scheiße. Er ist ärgerlich, hätte ich mich schon längst weg haben können, den Zuschuss. Aber guck mal, seitdem hier die Wachen rumlaufen und wir auch schießen dürfen, ist es tatsächlich weniger geworden. Immer noch da, aber es ist weniger.
Der Wald wird langsam auch weniger. Kriegen wir nur noch eine weiße Fläche. Apropos, planieren.